Wenn wir nun also einen VS Soap-basierten Webservice in Java top-down entwickeln möchten, dann müssen wir grundsätzlich folgende Schritte durchgehen. Zunächst einmal eine Übersicht über die fachlichen Entitäten erstellen, die wir in unserem Webservice verwenden wollen. Wir nutzen an dieser Stelle eine XSD, eine XML-Schema-Definition, um diese fachlichen Entitäten zu definieren. Dann können wir nämlich über einen Generator später aus der Whistle-Datei, die wir basierend auf dieser XSD erstellen, den Java-Code als Gerüst erstellen. Also wird der zweite Schritt darin liegen, basierend auf dieser XSD mit den fachlichen Entitäten dann eine Whistle-Datei zu erstellen, die, wie Sie ja wissen, den Webservice definiert. Und im Anschluss können wir über den WS-Import Generator uns Java-Klassen in den Projektordner schon hinein generieren lassen. Das Kommando sehen Sie hier. Hinweis, wenn Sie da keinen Pfad davor angeben möchten, dann müssten Sie das Bin-Unterverzeichnis Ihres JDKs bereits in Ihrer System- oder Benutzerumgebung in den Path hinterlegt haben. Im Anschluss können wir dann diese generierten Klassen entsprechend anreichern und unsere eigentliche Webservice-Implementierung zu diesem generierten Interface erstellen. Und diese Implementierung müssen wir im letzten Schritt dann auf den Server deployen. Um das zu können, müssen wir für Tomcat-Konfigurationsdateien anpassen. Grundsätzlich sind das bei Tomcat die Server-XML und die Web-XML. Wir werden später sehen, dass wir die Server-XML für unseren einfachen Fall hier nicht anpassen müssen. Und wenn wir die Dateien entsprechend angepasst haben, dann können wir ganz einfach Run as Run on Server auswählen und unser Projekt hinzufügen. Oder wir können auch über die Server View über Add und Remove gehen. Das haben Sie bei den Vorarbeiten beim Einrichten des Servers schon gesehen, wenn Sie da die Schritte durchgehen, dass Sie darüber jeweils neue Projekte hinzufügen können, die der Tomcat dann laufen lässt. Nun können wir uns also dem ersten Schritt zuwenden, indem wir in Eclipse unser Dynamic Web Project benutzen und dort eine XML-Schema-Definition erzeugen. Dazu schalten wir nun ins Eclipse. Der Einfachheit halber definieren wir uns im Eclipse hier noch einen weiteren neuen Ordner über den New Folder Assistenten. Dieser neue Ordner, der dient dazu, unsere XML-Dateien aufzunehmen. Und an der Stelle gleich eine Warnung. Wir werden hier zwei erzeugen, die XSD und die Whistle. Das haben Sie in den Schritten eben schon gesehen. Die sollten nebeneinander liegen. Ansonsten handeln Sie sich da eine Fehlerquelle ein, nämlich relative Pfade, die dann für die Referenz aus der Whistle heraus auf Ihre XSD verwendet werden. Und die funktionieren nicht, wenn Sie das Ganze nachher auf den Tomcat-Server deployen wollen. Deswegen legen Sie die beiden einfach nebeneinander und deswegen legen wir einen Ordner an, den wir jetzt der Einfachheit halber XML nennen. In diesem Ordner XML legen wir nun also eine neue XSD an, um unsere fachlichen Entitäten aufzunehmen. Und das tun wir ja einfach über Rechtsklick, New, und dann müssen Sie über Other gehen und dort finden Sie unter XML ein XML-Schema-File. Und das nennen wir jetzt einfach notes.xsd. Und Sie sehen, dann öffnet er uns gleich einen grafischen Editor für die XML-Schema-Dateien, sodass wir gar nicht händisch das XML pflegen müssen. Der erste Schritt, den wir brauchen, ist, dass wir diesen Namespace anpassen. Dazu müssen Sie auf den Titel klicken und erstmal Show Properties auswählen. Einmal reicht leider nicht. Sobald Sie das gewählt haben, müssen Sie nochmal den Titel klicken. Und jetzt kann man hier unten den Namespace bearbeiten. Wir setzen das auf etwas für unsere Zwecke geeignetes. Und weil wir hier ja unser Schema pflegen, schreiben wir hier auch noch Schema dahinter, dann können wir es später leichter unterscheiden von dem, was uns ja dann vom Generator als Package erzeugt wird für die eigentlichen Service-Klassen.
Wenn ich jetzt herausklicke, dann werden Sie sehen, übernimmt er diese Änderungen auch hier oben in den Titel. Und ich kann nun dazu übergehen, die eigentlichen fachlichen Entitäten anzulegen, die Typen. Unsere Notes werden eine Auflistung von einzelnen Note-Elementen sein, also ein Complex-Type, wie Sie aus XML schon kennen. Also legen wir hier eine Notes als Complex-Type an und benötigen da drin jetzt ein Element. Sie sehen, er geht dann in diese Detailansicht. Das Element legen wir als Notes an. Und dessen Typ werden wir jetzt natürlich noch verändern vom einzelnen String auf einen neuen Typen, nämlich auf unsere eigentliche Notiz. Die wird wieder ein Complex-Type, nennen wir ihn Note. Denn diese Notiz soll ja dann die Eigenschaften der eigentlichen Notiz beinhalten, also zum Beispiel eine E-Mail-Adresse des Autors, einen Titel und den eigentlichen Inhalt. Jetzt können wir bei dieser Notiz also hier zunächst einmal ein ID-Attribut anhängen und im Anschluss können wir weitere hinzufügen als Element unsere E-Mail-Adresse des Autors, als weiteres Element den Titel und dann, nur um Ihnen das auch zu zeigen, wenn ich nicht auf den Titel klicke, um ein Element einzufügen, sondern auf ein Element, kann ich hier sogar noch die Reihenfolge genauer bestimmen und sagen, ich möchte das nächste dahinter einfügen. Das ist natürlich das Standardverhalten, wenn ich oben auf die Note selber draufklicke, dass er es am Ende einfügt. Was wir jetzt noch zum Schluss vornehmen müssen, bevor wir wieder zurückwechseln in unsere Übersicht, ist, dass wir sagen, dass natürlich diese Notes-Auflistung hier mehrere Note-Elemente beinhalten soll. Und das tun wir, indem wir hier über Rechtsklick Set Multiplicity dann auswählen, dass wir 0 bis beliebig viele Note-Elemente halten können. Sie sehen, er setzt das dann hier durch ein 0-Stern um. Manchmal klappt das Aktualisieren offenbar nicht. Jetzt habe ich auf den Titel geklickt, dann zeigt er es auch an. Er zeigt es ansonsten aber hier vorher schon in der Outline entsprechend an, wo Sie das Ganze auch im Überblick haben. Jetzt können wir das Ganze speichern und auch zurückkehren auf die Übersichtsseite und sehen hier unsere beiden Typen in diesem Schema drin, die wir definiert haben. Das wären also unsere ganz einfachen fachlichen Entitäten für dieses Beispiel. Sie können auch mal auf die Source-Ansicht umschalten, auf den Quellcode hier unten über den Reiter und dann sehen Sie, er hat unseren Namespace hier oben aufgenommen und er hat eben diese beiden Complex-Types definiert und auch registriert, dass wir im Maximum nicht gebunden sind und minimal null Einträge haben können für diese Note. Schalten wir also wieder zurück in die grafische Ansicht und haben damit diesen ersten Schritt, die fachlichen Entitäten zu definieren, abgeschlossen. Der zweite Schritt besteht nun darin, neben dieser XSD-Datei eine Whistle-Datei zu definieren, die dann unsere fachlichen Entitäten aus diesem Schema verwenden wird. Wir können dabei das Schema einmal schließen und definieren uns jetzt hier eine neue Datei. Da gehen wir wieder über New, müssen auch hier wieder Other sagen und wählen dann unter Web Services Whistle-File aus. Wenn wir hier Next wählen, können wir unser Whistle-File eintragen. Wenn wir jetzt nochmal Next wählen, dann haben wir hier sogar die Möglichkeit, diesen Namespace gleich zu pflegen. Wir können also das Ganze schon vornehmen, bevor wir überhaupt in diesen Properties-Dialog hinein müssen. Und weil wir jetzt hier ja nicht mehr die fachlichen Entitäten pflegen, sondern die eigentlichen Service-Klassen, setzen wir einfach ein anderes Suffix dahinter und Sie werden nachher sehen, das übersetzt der Generator auch in eine andere Paketbezeichnung. Der Rest kann für unsere Zwecke so stehen bleiben. Und Sie sehen jetzt hier, er hat gleich wieder die grafische Ansicht geöffnet auf die
Whistle. Auch hier können Sie unten wieder über diesen Source-Reiter später umschalten. Und Sie sehen, er hat unseren Service jetzt hier Soap Notes genannt. Das ist unser eigentlicher Service. Und darunter liegt hier der Port. Den können wir dann hier unten auch im Namen verändern, zum Beispiel. Properties Pane war noch geöffnet von dem Bearbeiten der XSD. Schreiben wir also zum Beispiel Soap Notes Port hin. Den Binding-Namen können Sie hier nicht ändern, weil das Binding hier in der Mitte definiert ist. Da werden wir später noch hingehen. Was wir jetzt unter dem Port pflegen müssen, ist diese eigentliche Adresse, wo wir das Ganze nachher nutzen möchten. Und das wird natürlich jetzt in unserem Falle dann eine Localhost-Adresse sein. Port 8080 ist das, was der Tomcat standardmäßig verwendet. Und darunter können wir jetzt einen uns genehmen Pfad angeben. Da wir erstmal nur einen Service anbieten wollen, belassen wir das hier ohne Pfad, dann ist es nachher leichter einzugeben. Jetzt müssen wir die eigentlichen Operationen definieren. Jetzt können Sie entweder hier diese New Operation löschen oder Sie verwenden die gleich weiter und sagen, das soll unsere GetNotes-Operation werden, denn irgendwie müssen wir ja die bisher gepflegten Notizen lesen können. Dann kann ich einfach hineinklicken und kann das verändern und Sie sehen, er benennt auch die entsprechenden Ein- und Ausgaben um. Für GetNotes benötigen wir gar keine Parameter. Das heißt, wir können einfach diesen Parameterblock löschen. Im Output, da möchten wir natürlich zurückbekommen unsere definierten fachlichen Entitäten. Also können wir jetzt hier diese Response bearbeiten. Dazu klicken wir hier drauf und bekommen jetzt diese detailliertere Sicht. Und jetzt können wir auf dieser Response eben SetType auswählen. Und hier müssen wir jetzt einmal Browse sagen und wählen in unserem Workspace bzw. im Projekt reicht hier die Notes aus. Jetzt sehen Sie, das ist genau unser Schema, was wir vorher erstellt haben, auf das er hier verweist. Und jetzt weiß er, dass diese Response Notes beinhalten soll. Können wir jetzt auch speichern. Wir sind dann mit dem Inline-Schema dieser Response fertig. Was wir jetzt noch benötigen, ist der eigentliche schreibende Zugriff, also ein Insert Note. Dafür können wir jetzt hier oben auf diesen Titel klicken und wählen Add Operation. Dann bekommen wir eine neue, die wir Insert Note nennen. Und bei der ist es umgedreht, da werden wir keine Antwort erwarten, sodass wir die Antwort einfach komplett entfernen können. Und das Insert Note seinerseits wird nun eine einzelne Notiz benötigen. Also gehen wir auch hier wieder in diesen Inline Editor hinein und setzen diesen Typ wieder über Browse auf die Note. Und nachdem wir es einmal über das Projekt gesucht haben, findet er sie offenbar auch, wenn wir einfach auf der aktuellen Ressource stehen, weil er dann eben diese XSD schon in die Whistle eingebunden hat. Wählen wir also die Note aus und jetzt sehen Sie hier, dass diese Response jetzt eine Note transportieren wird. Beziehungsweise dieses Insert, also dieser Parameter, eine Note transportieren wird. Jetzt können wir das schließen. Und was wir jetzt zum Schluss noch erledigen müssen, das ist ein Stolperstein, der immer gerne vergessen wird. Man muss nämlich dieses Binding hier über Generate Binding Content neu generieren. Sie können über Show Properties, was hier schon geschehen ist, können Sie jetzt theoretisch auch hier am Binding, also an diesem mittleren Element, können Sie den Namen auf Binding ändern, wenn Sie das gerne möchten. Und wir müssen jetzt aber auf jeden Fall dieses Generate Binding Content vornehmen und natürlich wollen Sie die existierende Information in dieser Whistle überschreiben. Anschließend wählen wir Finish und wichtig, speichern die geänderte Whistle noch einmal ab. Da darf kein Sternchen mehr oben bleiben, sonst kommt das in Ihrem Eclipse-Projekt eventuell noch nicht vollständig an. Zur Sicherheit können wir sie dann auch noch schließen. Dann würde er ja fragen, wenn wir noch nicht gespeichert hätten. Damit haben wir jetzt diesen nächsten Schritt, diese Whistle zu erzeugen, auch abgeschlossen. Nachdem wir also diese ersten beiden Schritte
Hier oben die Erstellung der XML-Schema-Definition mit den Entitäten und die Erstellung der Whistle-Datei basierend auf der XSD durchgeführt haben, kommen wir jetzt zu dem dritten Schritt, in dem wir den Generator verwenden, der uns praktischerweise ein fast fertiges Skelett für unsere Java-Klassen auswirft. Dazu müssen wir vom Eclipse aus nun am zweckmäßigsten in den Windows Explorer wechseln und wählen dort unseren entsprechenden Projektordner aus. Sie sehen das hier, SoapNotes bei mir gewählt. Und jetzt können Sie einfach über Shift-Rechtsklick eine Eingabeaufforderung hier öffnen lassen und dann stehen Sie gleich im richtigen Ordner, um den eigentlichen WS-Import-Aufruf abzusetzen. Minus X No Compile, da Eclipse später das Ganze unter der Haube sowieso bauen wird, kann man hier das zeitintensive Kompilieren ersparen. Minus S Source dafür, dass das Ergebnis des Generats in unserem Source-Ordner abgelegt werden soll, den wir ja beim Projekt erzeugen als Quelltextordner ausgewiesen hatten. Und nun der Verweis auf unser eigentliches Whistle. Und nach einer kurzen Weile, wenn er geparst hat, generiert er den Code. Und diesen Code können Sie jetzt im Eclipse sehen, indem Sie unter Java Resources Ihren Source-Ordner nehmen und hier über F5 oder über das Kontextmenü refreshen. Und jetzt sehen Sie, hat er hier Quellcode drunter und er hat uns genau diese beiden Pakete hier heraus generiert, die einmal das Schema und einmal den Service beinhalten. Im nächsten Schritt erstellen wir nun die eigentliche Webservice-Implementierung. Da sind zwei Unterschritte zu erledigen. Das eine ist, wir müssen die fachlichen Entitäten entsprechend anpassen bzw. erweitern. Und das andere ist, dass wir die eigentliche Implementierung zu unserem Interface erstellen müssen. Die Erweiterung der fachlichen Entität, dafür gehen wir in den Schema-Unterordner hinein. Und hier haben wir noch das Thema, dass unsere Notes, wenn wir die jetzt öffnen, hier zwar dieses Member haben, diese Liste Notes, allerdings bisher nur einen Getter für diese Liste insgesamt. Das werden wir für die GetNotes ja brauchen. Aber unsere Operation AddNote, die soll ja letztlich nachher auch hierüber laufen. Und Sie sehen schon hier in diesem Pre-Kommentar, der Weg, um eine Note sauber hinzuzufügen, ist, dass wir auf jeden Fall sicherstellen, dass zuerst dieser Getter drankommt, denn der setzt ja vom Generat her erst, sofern noch eine Nullreferenz vorhanden ist, diese New Array List ein. Das heißt, wir fügen jetzt hier eine Methode hinzu, public void addNote mit einer Note. Da die bei uns im Package liegt, müssen wir dafür auch nichts importieren. Und jetzt verwenden wir genau, wie oben in diesem Pre zu lesen, den Aufruf an GetNotes, um an dieses Member heranzukommen und darunter dann das eigentliche Add, das er uns hier gleich auch anbietet. Und jetzt natürlich die eigentlich die A-Note, so wie wir unseren Parameter hier benannt haben. Fertig. Das war schon die Ergänzung an der fachlichen Klasse, die wir benötigt haben. Nun kommen wir zur eigentlichen Service-Implementierung, schließen also die fachliche Klasse und wenden uns diesem Service-Paket zu. Und hier sehen Sie jetzt, er hat ein Interface generiert, das Interface SoapNotes. Ich kann es mal gerade eben auch öffnen. Und da drin sehen wir genau diese eine Methode public notes getNotes ohne Parameter, genau wie wir es erwartet haben, die uns eben ein solches Notes-Objekt zurückgibt. Und auf der anderen Seite diese Methode insertNote, die eine Note als Parameter erwartet. Jetzt brauchen wir dazu eine Implementierung, das heißt, wir gehen einfach über den File New Class Assistenten. Da die Class mir hier aus unverständlichen Gründen nicht angeboten wird, muss ich mich über Other durch diese Liste hindurch arbeiten. Class steht da in der Regel oben. Das nennen wir dann einen SoapNotes
Webservice. Jetzt müssen wir hier bei Add noch das eigentliche Interface hinzufügen. Und Sie sehen, er hat es auch schon gefunden. Add und OK. Und im Anschluss können wir hier uns dieses Klassengerüst generieren lassen. Da sehen Sie, er hat diese beiden Methoden übernommen. Und um die jetzt mit Leben zu füllen, müssen wir eigentlich nur zwei Dinge unternehmen. Das eine ist, wir brauchen einen Member. Ein hoffentlich immer Private Member. Private Notes. Notes. Das können wir jetzt entweder, wie es eben zu sehen war, über den Getter initialisieren. Das finde ich aber insgesamt nicht so schön. Ich würde deswegen hier einen Konstruktor einplanen. Und den erstellen wir einfach. Und in dem können wir jetzt unsere Nodes initialisieren. Sie sehen, er hat den Import hier auch schon entsprechend drinnen, weil er ihn ja braucht für diesen Return Type. Da müssen wir also nichts tun. Und jetzt können wir hier natürlich dieses Member Nodes zurückgeben. Damit dürfen wir auch dieses To-Do entfernen. Und jetzt müssen wir hier bei Insert Node nur noch unserem Member die Arbeit überlassen, schön delegieren und sagen einfach Add Node und packen dort die Parameter rein, die wir von hier oben bekommen. Das speichern wir wieder ab. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen das noch dergestalt annotieren, dass wirklich erkennbar ist, dass es ein Webservice sein soll. Dazu annotieren wir jetzt die ganze Klasse mit der Annotation addWebService. Und diese Annotation erwartet verschiedene Parameter. Und erwartet natürlich auch, was wir über den Hotkey-Steuerung 1 nachholen können, dass man diese Annotation importiert. Als Parameter sollten Sie einmal als Name genau diesen Service Name angeben, also Soap Notes, das ist das, was wir in der Whistle oben drin haben. Dann folgt der Service Name, in unserem Falle identisch. Im Anschluss brauchen wir den Port Name, den hatten wir ja auf Soap Notes Port gesetzt in unserer Whistle. Dann brauchen wir den Target Namespace. Das ist genau der Namespace unseres Services, also der, den wir in der Whistle gewählt haben. Den können Sie also, wenn Sie ihn nicht wissen oder sicher gehen wollen, auch aus der Whistle kopieren. Dazu öffnen wir einfach kurz die Whistle. Und dann wissen wir, dass wir auf der sicheren Seite sind. Und im Anschluss brauchen wir noch das eigentliche Endpoint Interface als letzten Parameter. Und das ist genau, ich schreibe das mal hier in die neue Zeile, dann können Sie es besser lesen, das ist genau der Pfad zu unserer Klasse. Also hier oben der plus ein Punkt plus unser Klassenname. Also lassen Sie sich nicht verwirren, auch wenn es hier Endpoint Interface heißt, Sie müssen den Namen zu unserer Implementierung angeben. So, dann haben wir diese Annotation fertig und damit auch im ersten Wurf unseren Service. Für einen ganz schnellen Test können Sie noch eine Launcher-Klasse erstellen. Das vielleicht als Tipp, dann brauchen Sie noch nicht komplett das Deployment zu testen, sondern können noch einmal vorher testen,
Also legen wir uns hier noch einfach noch eine Klasse an und sagen, das wird unser Soap Notes Service Launcher. Und da möchten wir dann gerne auch eine Main-Methode haben, damit das ganze Ding auch starten kann. Und den wollen wir natürlich in unser Package Service hineinpacken. Da haben wir ihn und es gibt eine Methode, die Endpoint.publish heißt und der wir den UI mitgeben und damit können wir das Ganze einfach mal verproben, ob es überhaupt funktioniert und rufen im Gegenzug Endpoint.stop wieder auf, das diesen Service wieder beendet. Also definieren wir uns jetzt hier einen Endpoint. Also definieren wir uns jetzt hier einen Endpoint und nutzen die statische Methode Endpoint Publish mit einer URI, also http://localhost:8080. Können dahinter noch Soapnotes hängen. Da müssen wir uns jetzt besser zu identifizieren ist. Und hier müssen wir dann eine neue Instanz unserer Service-Klasse erstellen, also Soapnotes Web Service. Wie gesagt, das Gegenstück dazu Endpoint.stop. Da wenn wir jetzt nett sind, dann gehen wir noch her und die Variable heißt natürlich jetzt hier V-Endpoint. Den wollen wir wieder stoppen, wenn Sie jetzt eine kurze Pause zumindest haben wollen, um es zu kontrollieren, dann können Sie sich ganz einfach mit entweder einer Pause oder einer kleinen J-Option-Pane behelfen. Das ist aber wahlfrei. Ich nehme jetzt mal hier einfach eine J-Option-Pane, die ich in bester Chefkochmanier schon vorbereitet habe. Und die müssen wir natürlich auch hier wieder mit Steuerung 1 erst noch importieren. Da sehen Sie, wozu Swing alles gut sein kann. Man bekommt einfach mal schnell einen Dialog. Jetzt können wir das To-Do hier auch noch entfernen, dass er uns immer einfügt und das Ganze laufen lassen. Also wählen wir jetzt hier Run aus. Im Zweifel fragt er uns noch einmal, ob wir das als Application oder als Service laufen lassen wollen. Und dann startet er diesen Service. Und wir können eben, wenn wir hier klicken, gehen wir aus der Option Pane wieder heraus und er stoppt den Service wieder. Jetzt wissen wir also, dass unser Service grundsätzlich schon funktioniert. Jetzt müssen wir uns noch um das eigentliche Deployment auf Tomcat kümmern. Zum Deployment auf Tomcat brauchen wir eben die Bearbeitung dieser WebXML und der Server XML, da können wir in unserem einfachen Beispiel darauf verzichten und wir brauchen dann für unsere JAX-WS-Referenzimplementierung noch eine weitere XML-Datei, eine sun-JAX-WS.XML, die aber Standard ausfällt. Gehen wir also wieder ins Eclipse und dort brauchen wir in dem Ordner Web-Content Web-Inf, das ist der Ordner, den ja Tomcat für seine Konfiguration heranzieht, eben noch diese beiden Dateien WebXML und sun-jaxws.xml. Wir können jetzt also hier eine neue Datei anlegen. Einfach als XML-File. Nennen die WebXML. Können wir auch wieder auf die Source-Ansicht umschalten. Haben wir so einen rudimentären semigrafischen XML-Editor. Und da habe ich jetzt in bester Chefkochmanier für Sie eine XML-Datei bereits vorbereitet, die wir verwenden können. Das ist eine Beispiel-XML-Datei.
WebXML. Ich hole mir den Inhalt einfach hier rüber. Ich erläutere es Ihnen aber trotzdem. Sie geben einfach nur an, das soll die klassische WebApp 2.5 Format WebXML sein. Das ist für Sie nicht weiter relevant. Das ist ein Standard, nachdem diese Applikationen für den Servlet-Container für Tomcat gebaut werden. Und Sie haben hier einen Display-Name, den können Sie frei wählen. Das ist der Name, unter dem Tomcat das Ganze in seiner Management-Konsole anzeigen wird, falls Sie die freigeschaltet haben. Sie brauchen als Listener hier diesen Standard WS Servlet Context Listener, der ist genau in diesem JAX-WS Framework inkludiert. Und als Servlet-Klasse, Tomcat führt an sich immer Servlets aus, das würde aber zu weit führen, das jetzt hier näher zu erläutern, liefert Ihnen JAX-WS auch schon ein Standard-Servlet mit und das wird im Hintergrund dann eben Ihre eigentliche Applikation ansprechen. Und die möchten Sie natürlich jetzt hier auch beim Start laden, diese Servlet-Klasse, deswegen Load on Startup. Und Sie setzen hier noch ein Mapping, wo Sie dieses JAX-WS-Servlet auf alle URL-Pattern, also alles, was hinter Slash kommt, ansprechen lassen. Ich hätte Ihnen das jetzt auch alles händisch vortippen können. Da sehe ich jetzt gegenüber der Erklärung keinen großen Mehrwert. Ich habe gesagt, wir brauchen noch eine weitere Datei in diesem Webinf-Unterordner und auch die legen wir uns als XML-File an. Das ist die sun-jaxws.xml. Interessanterweise, obwohl Oracle Java übernommen hat, heißt die Datei immer noch so. Legen wir die also jetzt hier an und auch da, Sie ahnen es schon, habe ich das Ganze entsprechend vorbereitet und werde jetzt schamlos kopieren. Jetzt muss ich nur aufpassen, ich habe gegenüber dem Vorbereiteten hier diesmal doch einen Bindestrich eingeführt, dann liegt unsere Implementierung ja hier in diesem Unterstrichverzeichnis. Also Sie müssen genau das hier wieder aufnehmen, was Sie eben bei dem Endpoint-Interface eingetragen hatten, damit er eben weiß, da liegt die Implementierung Ihres eigentlichen Services, dahin müssen alle Calls durch. Jetzt haben Sie hier als URL-Pattern noch SOAP-Nodes angegeben, damit es ein Unterverzeichnis auf diesem Tomcat gibt, über den dann diese Aufrufe laufen. Damit können wir dann diese XML-Datei auch wieder schließen und sind soweit, dass wir unsere Applikation deployen können, ausrollen können auf den Tomcat. Und das können wir erreichen, zum Beispiel auch über diese Service View, wo wir hier rechtsklicken auf den Tomcat und wählen Add and Remove. Und da sehen Sie unser Soap Notes, das wir jetzt ganz bequem über Add hinzufügen können. Was Sie jetzt noch machen können, weil Tomcat sonst einen weiteren Pfad anhängt, Sie können unter Open hier diesen zusätzlichen Pfad, den Tomcat einlegt, unter Modules auf leer zurücksetzen über Edit und nehme den hier nur auf Slash zurück. Denn ansonsten hätten Sie den Pfad, den wir angegeben haben als Soapnotes jetzt eben bei der Registrierung plus den, den Tomcat davor hängt als Soapnotes, dann müssten Sie einmal mehr Soapnotes als Unterverzeichnis angeben. Wir können auch das wieder schließen und jetzt können wir unseren Tomcat-Server starten. Sie sehen dann, dass an der Konsole einige Ausgaben erscheinen und dass er dieses JAX-WS-Servlet anzieht. Diese Konsolenausgaben können Sie sich, wenn Sie Schwierigkeiten haben, auch nochmal im Detail anschauen, um hier zu debuggen. Unser eigentlicher Lackmustest ist dann jetzt also zum Beispiel zumindest mal vom Browser die URI von der Whistle aufzurufen.
Die muss ja jetzt genau unter Localhost 8080 liegen, plus von Tomcat kein weiteres Unterverzeichnis, plus von dem, was wir angegeben hatten, eben der Pfad SOAP-Notes. Und wenn Sie dort Fragezeichen Whistle anhängen, dann sollten Sie die Whistle ausgeliefert bekommen. Und da sehen Sie, hier ist sie schon. Also der Test funktioniert soweit. Jetzt können wir im nächsten Schritt daran gehen, noch einen Client zu bauen, der sich automatisiert mit dem Webservice verbindet und von dort Dinge abruft oder diesem Webservice Dinge schickt.